Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Sons of Forest. Wir schauen hier regelmäßig rein, wenn es neue Patches gibt und einer ist gedroppt. Der Patch 05 ist gestern released. Lasst uns mal miteinander die wichtigeren Sachen durchgehen. Das wäre mal wie folgt. Nämlich, wir holen uns Steam. Also es gibt Buildable, Basic und Advanced Log Sledge. Das ist ein Schlitten für Holzstämme. Der eine trägt 8, der andere 12. Schauen wir sich später an. Ich gehe jetzt nur nacheinander mal durch, was neu ist, und dann schauen wir sich nacheinander an. Tree Regrow ist jetzt standardmäßig an, dass die Bäume nachwachsen mit einer 10%igen Chance, dass zufällig ein Baum nachwächst, wenn man schlafen geht. Dann ein findbarer Cooking Pot, so ein Kochtopf mit einem Advanced Cooking System, was nicht näher erklärt ist. Werden wir sich auch anschauen. Now you can add traps to log structures. Du kannst jetzt Fallen zu Logstrukturen hinzufügen. Zwei neue Videos zu finden für die kleine Kamera. Das schauen wir, die finden wir. Die gestrandeten Segelboote gibt es eine Location. Dann 79 neue. Kann ich darüber? Nö. 79 neue Ponds und Lakes auf der Map geaddet. Das ist jetzt minimal brauchbar da nicht. Das ist halt, das werden wir nicht anschauen, das kann man halt, ja. Es gibt eine Gitarre hier in dem Spiel, die ich leider noch nicht habe. Ich habe die mal bei einem Safe Game Cup dann verloren, aber nicht mehr geholt. Man kann auf der jetzt spielen, aber nur so ein paar Töne dahin düdeln. Und der Calvin hat, Timmy hat jetzt einen mutierten Arm im Battle gegen den Endboss am Schluss vom Goldenen Raum. Das ist so ein riesengroßer Mutated Arm. Der ist nur in der Szene drin, der ist nicht, das sind Sachen, die sind nicht relevant, wirklich. Das ist halt nur aufgebessert, dass irgendwie besser in Story passt. Also beim Arm, der Arm am Schluss ist dicker, vor ihm nicht wundern. Das kann ich jetzt auch nicht nachschauen, weil ich den Boss schon erlegt habe. Ich wüsste jetzt nicht, da müsste ich einen alten Safe geben, das ist jetzt ein bisschen blöd. Oder ein neues Spiel anfangen und da reinmarschieren, das geht auch. Dann, ja, und Calvin hat neue Commands. Der wichtigste für mich ist, er kann Fallen resetten. Gott sei Dank. Er kann den Logschlitten anfüllen und er kann Drying Racks anfüllen, die trockenen Racks anfüllen mit Fisch. Das ist absolut cool, weil er es nicht mehr blöd am Boden schmeißt, ja. Und in dem Sinne beginnen wir hier jetzt neues Wearable and Clothing Item. Das ist sowas wie ein Raumanzug. Wir beginnen bei dem und bei dem Cooking Pot. Weil ich hier schon bin und dann ein bisschen Laufweg dazwischen habe, beginnen wir mal mit dem. So, wir sind hier. Map, wo bist du? Hier. Wir sind hier in der Höhle wieder, wo wir sonst auch immer, wo wir beim letzten Mal schon drin waren, wo man die Kamera findet. Müssen wir wieder rein. Diese Außenumgebung von Kannibalen bis zum geht nicht mehr. Auf jeden Fall müsst ihr da rein. So, und das zeige ich euch jetzt, wo es da jetzt dann genau hingeht. Dann geht es ja wieder standardmäßig darunter. Ihr werdet wahrscheinlich die Höhle schon leer haben, alles, weil. Das war auch bei mir immer so. So, hier rein. Hier braucht sie die Keycard, die Guest-Keycard ist das, glaube ich. Aber müsste sie eigentlich auch schon lang offen haben, die Türe da, wenn sie auf der Suche nach dem Satz. Dann ist hier der Blobby. Der Blob, der komische. Und an dem sprintet sie mal vorbei. Taschenlampe wird gerade leer. Dann replace die Battery eh. So, dann läuft sie mal an die zugemachten Türen vorbei. Da ist nirgends etwas drin viel. Ich habe da überall reingeschaut, da ist nichts Neues dabei. Dann wieder runter, die Stiegen. Und da rein und so. Und jetzt können sie beginnen, in die Räume reinzugehen. Der erste Raum hat hier einen Cooking Pot stehen. Den könnt ihr schon mitnehmen. Könnt ihr euch. Irgendwer hat in der Mikrowelle einen Kopf gemacht. Den nehmen wir halt auch mit. Ein Fisch ist auch da. Ja, das war einmal, hier findet ihr den Cooking Pot. Es gibt einen zweiten auf die gestrandeten Boote, es gibt mehrere auf der Map verteilt, gleich mal vorweg. Aber die gestrandeten Boote haben dann auch einen, inklusive ein Video. So, ein kleines Bonusteil, das ist hier dieses, dieser Raumanzug, den kann man Calvin anziehen, dann schaut er cool aus. Ich muss nur schauen, welcher Raum, hier nicht im zweiten. Gehen wir in den dritten. Hier ist er. Der liegt hier rum, der Anzug. Den nehmen wir auch mit. Und somit haben wir mal den Anzug, das neue Wearable und den.
die würde ich gerne mitnehmen. Und den Kochtopf. Kochen schauen wir sich gleich an. Jetzt mal kurzer Cut. Ich muss hier nämlich raus aus dem ganzen Ding wieder und zurück zu meiner Base und zu den anderen Sachen. Bis gleich. So, Leute. Wir sind zu Hause, haben gespeichert und bei unserem Lagerfeuer. Das heißt, wir müssen jetzt wir werden jetzt testen, was dieses Lagerfeuer hier macht. Theoretisch ist das das Advanced Cooking System. Und zu den Bäumen Regrow kann ich euch nur sagen, was da oben steht. Ja, stimmt, da steht ein Baum. Der war nicht da letztens, schon lange nicht mehr. Andere Sachen können wir auch dann gleich ausprobieren. Dann geht es zu den Boote. Ich habe jetzt da hier etwas getötet. Nämlich damit wir was zum Kochen haben. Meine eine Sache haben wir zum Kochen, aber ist wurscht. Ihr müsst hierher gehen, müsst den Kochtopf in die Hand nehmen. Müsst ihn so befüllen mit E. Und ihr müsst ihn jetzt nicht so tragen in der Hand. Ihr könnt ihn jetzt auch wieder einstecken ins Inventar, also sprich kämpfen. Oder Seilbahn fahren oder was weiß ich alles, was euch gerade freut. So, hopp. Geht sich sogar aus. So. Dann geht ihr hier auf E, bleibt oben. Und schnappt den Kochtopf. So, steht dann. Hier habt ihr dann die Rezepte alle. Also ihr seht, ich kann leider nichts genau machen. Ich kann gekochtes Fleisch. Dann schmeißt ihr zum Beispiel einfach mal zweimal Fleisch rein. So. Machen. So, und der sollte das jetzt machen. Während der das hier kocht, probieren wir mal den aus. Der Typ kann jetzt ja auch ein paar neue Sachen, ja. Unser lieber Kelvin, der kann theoretisch... Vor abschließen, bleib hier, mach Pause, beseitige, nimm Gegenstand, folge mir, hol. Zum Beispiel Stämme. Kann, wie gesagt, Behälter füllen jetzt, kann auch Ding... Der kann aber auch Fallen zurücksetzen. So. Schauen wir mal, ob er das kann, ob er da rauskommt aus meiner Base hier. Praktischer Kerl, dann muss ich das nicht machen. Das ist wirklich gut. Also da kann man wirklich nicht meckern. Mach weiter. So, also das Zurücksetzen von den Fallen funktioniert auch. Schauen wir mal kurz, während der hier kocht. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Ich kann natürlich jetzt nicht alles kochen, ist gleich. Es ist ja auch nur zum Zeigen, wie es funktioniert. You can now traps to lock structures. Gut, das brauchen wir jetzt auch nicht. Fallen zu lock structures machen. Zwei Videoclips. Idiot. Es ist mit E, kann man es den Topf aufnehmen und ihr müsst es auch nicht. So, wenn ihr im Inventar dann reinschaut, dann seht ihr hier den Kochtopf. Ihr könnt es dann mit Rechtsklick trinken. Der füllt Trinken und Essen relativ weit auf und hält auch relativ lang vor. Also, das ist ein richtig, richtig cooles Teil. Wenn man sich da, das sind nur das Leichteste, was ich gekocht habe. Wenn man da mehr kauft, gibt das sicher noch mehr her. So, was können wir jetzt als nächstes schauen? Dann fehlt jetzt noch das Wearable von dem da. Wir werden den jetzt mal umziehen. Wir haben ja diese Ding gefunden. Nimm Gegenstand. Und wir haben Astronauten Kelvin. Na, schaut ja cool aus. Sagt nichts mehr. Also ich finde, der ist wild so. Irgendwann hat man gesagt, vielleicht, wenn wir mal heißere Umgebungen haben, vielleicht braucht man so einen Anzug dann mal. Ich finde Astronauten Kelvin jetzt absolut cool. Und der kann, das steht ihm. Steht ihm richtig gut. Okay, somit haben wir auch das Wearable jetzt erledigt. Machen wir weiter. Und jetzt nach dem Kochen werden wir sich die Boote anschauen. So, gleich zurück. So Leute, da sind wir wieder. Bei den Bötchen. Hier ist die Position, ich zeige es euch auf der Map. Die ist hier. Norden ist da, ihr seht es vor, genau nördlich von dem Eisklotz in der Einbuchtung da herin.
Hier ist es. Übrigens ist mein Paragleiter auch nicht mehr nachgespawnt, leider. Hier sind die neuen gestrandeten Boote. Die werden wir sich jetzt anschauen. Wie gesagt, ich war noch nicht drin. Ich weiß nur, wo sie sind. So, jetzt schauen wir mal, was hier alles Tolles gibt. Ah, dann noch frühstückt. Kranz. Servus, Kamera. Aha. Also die Typen sind anscheinend ziemlich, die sind anscheinend ziemlich mit unterwegs gewesen damit, mit den Booten. Und ein bisschen so der Sonne entgegen, das ist irgendwie so Titanic-mäßig. Okay. Hier noch irgendwas Spannendes? Mal trinken. Es ist immer die Frage, ob das, ob habe ich da eigentlich jetzt so einen Stoff, das, ach Gott, wenn ich den Stoff dazu gebe, ja, ist schon voll. Ja, ich würde das gerne mal machen, aber wieder welche herstellen, aber das ist schon voll. Die Brote sind auch schon verschimmelt. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen traurig stimmt, ist die Tatsache, dass das dann noch ein Kinderzeug ausschaut und vielleicht da ein Kind mit dabei war. Das ist nicht so lieb dann. Ja, also das ist ja auch hier. Ich meine, die Brote sind ja cool. Wirklich, wirklich cool. Da gibt es ja einiges, so in Wirklichkeit meine ich, sind diese Dinger ja auch voll krass, wenn man wirklich ein bisschen rausfahren kann, Ruhe hat, gemütlich duschen drauf, alles, man hat ja alles, also. So, jetzt schauen wir da rein. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, ja, genau, der zweite Kochtopf, den man finden kann, der ist hier. Wenn man will, kann man sich den auch hier holen, dann braucht man nicht ein Ding. Aber wegen dem Astronautenanzug, der richtig cool ausschaut, der hätte ich sowieso nochmal in die Höhle reingehen. Wir waren ja alle jetzt auch schon in der komischen, in dem Bunker unten mehrere Male mittlerweile. Und da dürfte auch nicht mehr allzu viel sein jetzt. Schaut ziemlich ähnlich aus. Chips, Safe at port, but that's not what ships are built for. Aha. Das sind sicher, wenn sie im Hafen sind, sozusagen. Wenn sie irgendwo vor Anker liegen, aber es ist nicht, wie das gemacht wurde. Ja, das kann so sein. Ja, gut. Also hier haben wir die Schiffe. Da gibt es eben den Kochtopf nochmal und das zweite Kamerafilmchen. Das zweite Filmchen. So, und jetzt pfeift man sich mal kurz nochmal das rein. Weil wir sind jetzt ziemlich durch, sind wir nicht, aber wir haben hier das Buildable-Ding, schauen wir uns an, die Bäume wachsen nach, das Cooking Pot haben wir schon, die Traps and Structure, da brauchen wir nicht extra probieren. Von den zwei Footage-Film-Videos haben wir eins, zweite holen wir es gleich, die Segelboote haben wir gesehen, Ponds sind wirklich überall neu verteilt, die Gitarre kann man jetzt spielen, rumzupfen habe ich aber leider nicht. Die missmutierte Hand in der Endszene, ja, das sieht man, sobald man das Spiel durchspielt, haben wir schon. Da war es noch nicht, aber es hat sich ja im Prinzip da nichts geändert. Wenn man nicht schnell zum Boss ranrennt, sieht man es gar nicht. Das neue Wearable Clothing ist das vom Kelvin, was man im Anzug und Astronauten-Ding. Und er hat eben neue Befehle, dass er die Fallen resetten kann und Ding. Fallen resetten kann, die Trockenracks, Trockenracks mit Fisch befüllen oder dass er den Schlitten da mit Holz befüllen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, uns fehlt jetzt noch eins. Das zweite Filmchen. Und das zweite Filmchen. Zeige ich für uns. So, hier. Ja, here we go. Und das zweite Filmchen werden wir sich jetzt besorgen. So, aber da laufe ich mal so hin. Bis gleich. So, Leute, das sind wir. Mit Blick nach Norden schaut es auf der Karte so aus. Ihr müsst da
Ich sehe jetzt hier, rennt sie an diesen kleinen Flüssen hier entlang, bei diesem gebogenen Ding da. Von dem großen, hier strandmäßig, da unten war unsere Base immer, da geht der lange Fluss rauf. Das ist die westliche Seite vom Berg. Und hier geht sie einfach mal dieser Schlangenlinienbach entlang. Dann findet sie hier dieses komische Auto. Und dahinter findet sie dann eine kleine Höhle. Das ist das Safe House. Das ist nicht mehr mit dem grünen Blieb eingezeichnet wie damals. Das haben sie ja weggemacht. Das sieht man jetzt nicht mehr. Was dafür heißt, wie man muss es selber wieder finden. Oder markiert es dann einfach mit irgendwas. Kann man mit GPS-Sensoren dann machen. Ja, es ist auf jeden Fall der Raum, wo hier der 3D-Drucker drinnen steht. Dann geht sie einfach da entlang, wo sie in die Fitnesshalle reinkommt. Das wäre hier. Hier. So, ein bisschen Loot einsammeln, wenn ihr noch nicht alles habt. So, hier rein. Wenn ihr das noch nicht geklärt habt und zum ersten Mal rein geklärt habt, zum ersten Mal rein, jetzt aufpassen, das sind viele Gegner. Dann läuft sie hier geradeaus. Biegt hier links ab. Und dann an der Rezeption hier liegt so ein Typ, Security, eigentlich. Und der hat hier unten die Fitnesscam, die Cam dabei, mit einem lustigen Filmchen für uns, nämlich. Oh, können wir irgendwann mal spiegeln. Pfanne habe ich schon gesehen, gibt es auch im Wald drin. Die waren anscheinend Menschen jagen oder so. Also die Kultisten jagen. Ja, so viel zu, die haben sich alle hingerichtet. Manche wurden anscheinend hingerichtet. Okay. Warum auch immer. Ja, die Story gibt weiter Rätsel auf, aber das war's. Das waren die wichtigsten Sachen. Wir können nochmal über die Steam Patch Notes schauen, geschwind. Im Prinzip war es das aber. Also da dürfte jetzt nicht mehr so viel da sein, nicht mehr so viel kommen. So. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Buildable. Da werden wir schon ins Buchi schauen für den Sledge hier. Das wäre hier der einfache Schlitten. Holzschlitten, der braucht 33 Stöckchen. Der andere Holzschlitten, der Advanced ist, das braucht 48 Holzstöckchen, 3 Stämme, 2 Köpfe, 4 Klebebänder und 2 Fetzen. Aber nicht so extrem viel, vor allem der untere kann 12 tragen, soweit ich weiß, der obere 8. Wer will, kann sich den locker bauen und es zahlt sich aus. Die 4 mehr zahlt sich auf jeden Fall aus und die Mats sind jetzt nicht sonderlich seltene. Und ja, das wäre es auch mit dem. Ich habe den jetzt nicht gebaut, aber es ist ziemlich klar, was er kann, was er macht. Von daher ist das jetzt auch nicht sonderlich wichtig, den jetzt unbedingt zu bauen. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schade, liegt Geld rum. Aber like, comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Haut's wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen bei diversen Sachen. Und wie gesagt, schaut's wieder rein beim nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Aber like, comment. Nicht vergessen. Bis dann.